In der Hauptstadt soll ab Montag nichts mehr gehen, so der Stadtstillstandplan der letzten Generation, die in dieser Woche schon mal vorgelegt hat mit Klebeprotesten fürs Klima. Autofahrer sind genervt, die CDU fordert höhere Strafen und auch die Grünen distanzieren sich von dieser Bewegung. Die Aktivisten wollen, dass die Regierung Tempo macht beim Klimaschutz. Und das fordert nicht nur der Expertenrat für Klimafragen, sondern auch viele Bürger. Aber mit den Methoden der Demonstranten können sich die wenigsten anfreunden. Kleben, blockieren, lahmlegen, wie radikal darf Klimaprotest sein? Unser Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf hier meine Gäste vorstellen. Herzlich willkommen, Amy von Baalen. Sie ist Klimaaktivistin, Pressesprecherin und Vernetzungskoordinatorin der Organisation Letzte Generation. Ich begrüße Philipp Amthor von der CDU. Er ist Fachsprecher für Staatsorganisation und Staatsmodernisierung und Vorsitzender der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern. Und herzlich willkommen, Professor Robin Celikatis. Sie sind Professor für praktische Philosophie und Protestforscher hier an der Freien Universität in Berlin. Wir warten jetzt noch auf Irene Mihalic von Bündnis 90 Die Grünen, die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion. Sie ist ja gelernte Polizistin, studierte Kriminologin und hat eine Menge dazu beizutragen zu diesem Thema, ist aber gerade noch im Bundestag gebunden. Sie kommt dann gleich dazu. Frau von Baalen, Sie haben angekündigt, mit Ihrer Organisation Berlin soll stillstehen. Ein bisschen, was haben Sie schon gemacht? Wie erfolgreich lief es denn aus Ihrer Sicht, diese Proteste? Also wir haben vor allem in den letzten Tagen Protestmärsche veranstaltet. Das bedeutet ein langsames Gehen auf der Straße. Und das ist aus meiner Ansicht nach sehr erfolgreich gewesen, weil wir eben beobachten konnten, dass auch viele Passantinnen sich dadurch einfach spontan angeschlossen sind und mit uns gemeinsam gegangen sind. Es gab aber natürlich auch Autofahrer, die sehr genervt waren, weil sie nicht weiterkamen. Es gab auch aggressive Aggression ihnen gegenüber. Wie begegnen Sie dem? Ja, also es ist natürlich immer sehr dramatisch, dass Menschen überhaupt erst dazu gebracht werden, quasi sich für diesen Protest einzusetzen. Es ist auch für uns eine sehr ungünstige Situation, dass wir politisch immer noch so weit entfernt davon sind, tatsächlich gute Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, dass wir diesen Protest und diesen zivilen Widerstand eingehen. Und es tut mir sehr leid für alle Menschen auch auf der Straße, die jetzt dadurch aufgehalten werden. Aber Sie sorgen ja dafür, dass die Menschen aufgehalten werden. Ja, es ist einfach so, dass wir gerade sehen, dass es eine riesige Lücke gibt zwischen dem, was klimapolitisch getan werden muss, was wir brauchen, um eben die Grenzen des Klimaabkommens nicht zu überschreiten, und dem, was letztendlich jetzt gerade Realität ist und was gerade umgesetzt wird. Und das ist schlussendlich einfach viel zu wenig. Mhm. Daraus ziehen Sie den Schluss, dass Sie diesen Protest machen müssen, Herr Amthor. Wie sehen Sie es? Wie ist dieser Protest in Ihren Augen legitim? Die CDU hat ja einen Antrag gestellt. Können wir gleich nochmal drüber reden, aber erstmal grundsätzlich. Ja, also es ist natürlich so, und da können Sie sich alle Umfragen anschauen, wie es um die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Form von Protest bestellt ist. Diese Akzeptanz ist in der Gesellschaft nicht vorhanden. Hier werden zuhauf die Grenzen der rechtsstaatlichen Ordnung überschritten. Wir sehen dann, dass Straftäter zum Teil verniedlicht werden als Aktivisten, und das erfüllt uns schon mit großer Sorge. Und ich glaube, wenn man ernsthaft interessiert ist an der Klimapolitik und an der gesellschaftlichen Akzeptanz für dieses Thema, dann muss man sagen, es gibt wenig Organisationen, die der gesellschaftlichen Akzeptanz von Bewegungen für den Klimaschutz so sehr geschadet haben, wie die sogenannte Letzte Generation. Denn diese Gruppe stößt auf massive Ablehnung aus der Mitte der Gesellschaft mit ihren Aktionsformen, und das schadet der Gesamtakzeptanz von weiteren Maßnahmen für den Klimaschutz, und das sehe ich mit großer Sorge. Mhm. Herr Celikatis, wie sehen Sie es als Protestforscher? Haben Sie natürlich verschiedene Bewegungen im Blick? Ist das, was die Letzte Generation jetzt macht, wie viel ist davon erlaubt, was nicht? Was ist sinnvoll? Also zunächst mal, glaube ich, muss man unterscheiden zwischen dem Verstoß gegen einzelne Gesetze, die zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung betreffen, und dem Überschreiten der Grenzen der rechtsstaatlichen Ordnung. Das sind, glaube ich, zwei wirklich sehr unterschiedliche Kategorien, und auch die Frage nach der Legitimität kann man nicht allein mit dem Verweis auf gesellschaftliche Akzeptanz oder auch auf die Legalität der Protestformen beantworten. Also es ist ein klassisches Phänomen des zivilen Ungehorsams, einer Protestpraxis, die eine große und für die Demokratie sehr, sehr wichtige Geschichte hat. In Deutschland, aber auch in den USA zum Beispiel, Martin Luther King ist einer der berühmten Namen, in denen gezielt einzelne Gesetze gebrochen werden, zum Beispiel durch Sit-ins, durch Straßenblockaden,
um auf gesellschaftliche Missstände, Demokratiedefizite, Ungerechtigkeiten hinzuweisen, um Menschen in die Diskussion einzubringen, die vielleicht keine richtige politische Stimme haben. Das ist das Argument von vielen Jugendlichen und Schülerinnen und Schülern gewesen. Und die deswegen zu dieser Form des Protests greifen, nicht um die rechtsstaatliche oder demokratische Ordnung zu untergraben, sondern tatsächlich um ein sehr wichtiges und legitimes Anliegen stärker in die politische Debatte einzubringen. Aber jetzt heiligt in dem Fall sozusagen der Zweck die Mittel? Also nein, das ist nicht der Fall, weil die Protestformen natürlich strikt selbstbegrenzend sind. Zum Beispiel gibt es ein explizites und prinzipiell begründeten Verzicht auf Gewalt gegen Menschen. Das zeichnet zivilen Ungehorsam aus, auch in der Geschichte dieser Protestform. Und dem hat sich auch die Klimabewegung sehr explizit und aus prinzipiellen Gründen, wie gesagt, verschrieben. Mhm. Deswegen erfüllt mich ehrlich gesagt eher mit Sorge und deswegen halte ich die Radikalisierung der Reaktion für viel demokratiegefährdender, wenn jetzt gesagt wird, das ist quasi Terrorismus, das sind Kriminelle, das sind gar keine Aktivisten. Damit verschieben wir, glaube ich, die Maßstäbe dessen, was eine Demokratie nicht nur aushalten muss, sondern das, was tatsächlich auch zum Fortschritt der Demokratie in unserer Gesellschaft und anderswo beigetragen hat. Aber mit der Argumentation, mit Verlaub, verschieben Sie wiederum dann die Grenzen schon dessen, was wir als rechtsstaatliche Ordnung in der Gestalt auch des Strafgesetzbuches gefunden haben. Ja. Nicht nur Gewalt gegen Menschen ist strafbewehrt, sondern Nötigung ist Nötigung. Und auch, um das hier ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, man sagt dann, ja gut, ein legitimes Ziel. Natürlich, das Ziel, darüber kann man streiten, das ist sinnvoll, sich für Klimaschutz einzusetzen. Damit habe ich gar kein Problem. Aber wenn man sieht, welche Ausmaße es annimmt, dass Staatsanwaltschaften in Deutschland, die Staatsanwaltschaften Europin, gegen die Gruppierung der letzten Generation ermittelt wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ein Anfangsverdacht, wo es ein Strafverfahren gibt, wenn wir darüber diskutieren müssen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz mittlerweile ernsthaft sieht, wie das linksextreme Spektrum diese Protestform nutzt, um selbst Radikalisierungstendenzen aufzubringen, dann ist das etwas, was wir nicht irgendwie verniedlichen dürfen. Und der Maßstab, da gibt es Unterschiede, dass man sagt, ja, aus einer, sagen wir mal, philosophische Betrachtung etwas legitim zu finden, das finde ich, da teile ich sogar die Argumentation. Das Bundesverfassungsgericht hat auch sehr klare Bundesverfassungsgericht hat auch keinen Beleg, sieht keinen Beleg für Extremismus bei der letzten Generation. Und wenn man sich daran erinnert, was wir hatten bei den Festnahmen bei den Reichsbürgern, sind das doch ganz, kann man das eine doch mit dem anderen gar nicht vergleichen. Das habe ich auch nicht verglichen. Es sind sehr starke Unterschiede. Bei dem einen geht es richtigerweise um den schweren Vorwurf des Generalbundesanwalts der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Das ist etwas anderes als die kriminelle Vereinigung, bei der wir mit der letzten Generation ja in Phasen zu tun haben. Aber eins ist klar, überall dort, wo diese Protestformen auftreten, gibt es danach Arbeit für Polizei, Staatsanwaltschaft, anderes mehr. So ist und das Leben wenn der Sie auf das das können Sie verniedlichen. Ja, aber dann Nochmal sagen, das Bundesverfassungsgericht, weil das angesprochen ist. Moment, ich würde zum Thema Sitzblockaden. Ich finde das nur schon spannend. Man tut ja so ungefähr, als hätte das Bundesverfassungsgericht hier einen Persilschein für diese Aktionsform erteilt, hat es nicht. Wir haben die Rechtsprechung zur sogenannten Blockade zweite Reihe. Deswegen gibt es auch zuhauf Verurteilungen, Bewährungsstrafen für viele ihrer Aktivisten, mittlerweile auch Gefängnis. Strafen durch überzeugende Entscheidung. Und das ist nicht so, dass hier Karlsruhe die Verfassung oder die Rechtsordnung irgendeinen Persilschein für diese Protestform hat. Moment. Hat schon darauf hingewiesen, dass das Versammlungsrecht auch Blockaden auf Autobahnen abdecken kann. Ja, aber der Maßstab ist das Strafrecht. Und das ist das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das kann auch straffrei bleiben, wenn genau dieses Versammlungsrecht höher gewichtet wird. Ist dort aber in der Regel nicht der Fall. Frau von Baalen, Sie sind auch schon selbst verhaftet worden wegen der Blockaden, waren 20 Tage im Gefängnis. Was ist genau Ihre Motivation? Sie sagen, der Klimaschutz ist so wichtig. Und auch jetzt nach diesen 20 Tagen Gefängnis gibt es einen Punkt, wo Sie gezögert haben. Sie waren ja früher bei Fridays for Future aktiv. Ja, also ich glaube, der springende Punkt ist, dass die Bundesregierung gerade die Verfassung bricht. Wir wissen, dass das Bundesverfassungsgericht 2021 festgelegt hat, dass die Grenzen, die im Pariser Abkommen bestimmt wurden, verfassungsrechtlich bindend sind. Das bedeutet, es ist Verfassungspflicht, einen adäquaten Plan vorzulegen, wie wir diese Grenzen nicht überschreiten. Und den gibt es gerade einfach nicht. Stattdessen gibt es Maßnahmen, von denen wir aber nicht wissen, ob sie in Summe tatsächlich dazu führen, dass diese Grenze nicht überschritten wird. Und solange dieser Plan quasi nicht durchgerechnet wird und vorgelegt wird, ist es ein Verfassungsbruch. Und das macht mir unglaubliche Angst. Aber dann könnten Sie doch den Plan durchrechnen und vorlegen, anstatt sich festzukleben.
den kann ich doch nicht alleine durchrechnen. Nein, aber Sie sind, Sie sind ja jede Menge, also, Sie sind ja mehrere hundert Aktivisten. Und eine Frage ist, könnten Sie nicht eine andere Art finden, die dem Klimaschutz mehr dient? Also ich glaube, da würde ich gerne gleich nochmal auf unsere Forderung zu sprechen kommen. Denn es ist ja so, dass dieser Plan natürlich parlamentarisch erstellt werden muss. Und das, was wir fordern, ist ein Gesellschaftsrat, der eben genau dazu beitragen könnte. Denn dieser Gesellschaftsrat hebt quasi diese Fragestellung auf, wie wir es bis 2030 schaffen, sozial gerecht weg von den fossilen Energien zu kommen, und würde ganz klar schwarz auf weiß aufzeigen, wofür es demokratische Mehrheiten gibt und wofür nicht. Und damit kann die Bundesregierung dann einen Plan erstellen. Und man könnte auch sagen, das Parlament ist ein Gesellschaftsrat. Es sind gewählte Abgeordnete, und das Thema Klimaschutz ist ja gerade auch mit den Grünen in der Bundesregierung, wir warten ja gleich noch auf eine grüne Abgeordnete, ist doch gerade sehr prominent. Und auch die Union hat sich den Klimazielen, den Pariser Klimazielen verschrieben. Warum reicht das nicht? Diese Art, warum kann man das nicht im Parlament machen? Ja, ich frage mich auch, warum reicht das nicht? Also was wir halt gerade sehen, ist leider, dass diese Diskussion und der Koalitionsvertrag bei weitem nicht ausreichen, damit wir diese Grenzen nicht überschreiten. Und was ich glaube, ist, dass die Bevölkerung nicht in diese Krise rasen möchte. Wir wollen nicht unsere Demokratie durch die Klimakatastrophe verlieren oder aufs Spiel setzen. Und dieser Gesellschaftsrat würde ja insofern unterstützen, dass sie dann ganz klar schwarz auf weiß hätten, wofür die Bevölkerung tatsächlich mehrheitlich stimmt, und damit dann auch eine Rechtfertigung abgeben müssten, wenn einzelne dieser Maßnahmen eben nicht erfolgen. Herr Tschinkert, das unterhöhlt das nicht genau die Grundfeste unserer Demokratie, auf die wir uns geeinigt haben, eine repräsentative Demokratie, die dann sozusagen ja diesen Vertrag machen könnte. Aber es geht nicht darum, dass das alles verpflichtend ist in diesem Gesellschaftsrat, sondern es geht darum, dass die Maßnahmen, und das ist ja keine neue Idee, solche Gesellschaftsräte haben schon stattgefunden. Aber es gibt ja auch Bürgerräte. Es ist ja auch das Instrument des Bürgerrates. Es ist ja durchaus von der Bundesregierung. Herr Tschelikatis. Ja, also ich glaube, das sind zwei Punkte vielleicht wichtig. Das erste ist, Demokratie ist ein sehr komplexes System, zu dem ganz wesentlich das Parlament, Parteien und Wahlen gehören, das sich aber nicht darauf reduzieren lässt. Zu dem komplexen System gehört genauso Protest, gehören Gewerkschaften, gehören soziale Bewegungen, gehören andere Institutionen zivilgesellschaftlicher Art, die auch gesellschaftlichen Gruppen, Individuen Beteiligung ermöglichen. Und jetzt kann man darüber nachdenken, wie sich die Institutionen der Demokratie auch weiterentwickeln können. Bürgerräte haben Sie schon angesprochen. Das Problem mit Bürgerräten, zumindest in Deutschland, ist, dass sie in den allermeisten Fällen einfach nur Empfehlungen aussprechen können, die dann gar keine bindende Wirkung haben, und damit verpufft es dann wieder, womit wiederum die Partizipationsbereitschaft meistens sinkt, weil wenn man eh nur symbolisch sich beteiligen kann, haben die meisten Leute darauf keine Lust. Ich bin auch eher skeptisch. Aber die Klimaziele sind doch bindend. Ja, die Klimaziele sind bindend, aber wie das Bundesverfassungsgericht wurde schon erwähnt, der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat genauso festgestellt, dass der Bundesverkehrsminister seinen gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Also ich glaube, diese Tatsachen kann man nicht vom Tisch wischen, und das ist auch historisch, sagen wir mal, normal, dass der normale Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess relativ zäh ist. Es gibt sehr viele historische Beispiele dafür, dass es soziale Bewegungen, Protest gebraucht hat, um überhaupt bestimmte Themen auf die Agenda zu bringen. Aber man hat ja auch Fridays for Future, haben ja die Protestbewegung auch. Ja, natürlich. Und die Klimabewegung gibt es auch nicht erst seit gestern. Ich meine, die CDU und die Grünen gibt es erst seit den 1980, also die haben sich erst in den 80er Jahren überhaupt ökologischen Problemen auf den Druck der Straße hinzugewendet. Ja, also natürlich ist es heute weiter, aber das ist noch nicht erledigt, das ist noch nicht von der Agenda verschwunden, sondern es muss auch immer weitergehen, das ist ja klar. Frau Mihalic ist bei uns. Die wissenschaftliche Einigkeit besteht. Ich meine, leugnen Sie, was der IPCC sagt? Finden Sie, was Guterres sagt? Nein, aber ich habe eine große Überzeugung von Demokratie. Ja, natürlich, aber zur Demokratie gehören soziale Bewegungen genauso. Das heißt aber, dass Parlamente Entscheidungen treffen. Natürlich, soziale Bewegungen treffen ja nicht Entscheidungen. Sie merken, Frau Mihalic, wir sind ja schon heftig in der Diskussion nach der Frage, was ist jetzt erlaubt, was ist sinnvoll, was nutzt dem Klimaschutz. Die Grünen sind aus der Protestbewegung entstanden, haben sich dem Klimaschutz sehr verschrieben. Was stört Sie an der letzten Generation? Im Grunde genommen gar nichts. Also, oder ich will es mal anders ausdrücken. Vielleicht ist die Frage sozusagen auch nicht zutreffend auf meine Kritik hin formuliert. Ja. Also ich finde schon, dass es einen sehr, sehr breiten Protest braucht, der auch gesellschaftlich getragen ist, um auch innerhalb der Politik den notwendigen Rückenwind zu erzeugen, um auch wirklich politische Veränderungen zu bewirken. Wir sind in einer sehr komplizierten Situation. Die Klimakrise spitzt sich zu. Ja, und ich kann die Verzweiflung, die auch bei den Protestaktionen mitschwingt,
Ich habe dafür sehr viel Empathie, weil genau diese Verzweiflung im Grunde genommen auch etwas war, was mich auch in die Politik getrieben hat, um unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu retten und um halt eben auch wirklich gesellschaftliche Verbesserungen zu erreichen. Und jetzt sind wir aber in einer Situation, wir regieren in einem Dreierbündnis, wir sind natürlich unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Zielsetzungen, wir sind gezwungen, Kompromisse zu machen und können nicht sozusagen die reine Lehre vertreten. Und das ist auch in einer Demokratie der Normalfall und wir kämpfen sozusagen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Aber es ist natürlich bedeutsam für uns auch in der Politik, wenn wir wissen, dass wir für das, was wir wollen und für das, was wir durchsetzen wollen, auch den gesellschaftlichen Rückhalt haben. Mhm. Und Fridays for Future ist ja vorhin, als ich jetzt gerade reinkam, ja auch schon mal Thema gewesen. Die haben es zum Beispiel geschafft, ja, also bis in die Breite, bis in alle Verästelungen der Gesellschaft hinein wirklich ja, Massenproteste auf die Straße zu bringen. Also die konnte niemand ignorieren. Ja, und es, ich habe auch niemanden aus den demokratischen Fraktionen erlebt, der nach solchen Protestaktionen gesagt hat, nee, das sind irgendwie 30.000 Spinner, die da gerade auf der Straße gewesen sind. Kultusministern. So, ja, beide, gut. Ich kenne die Debatten, das war damals nee, stimmt. Schon zu radikal. Ja, Schulschwänzer und so. Das ist ein großer Unterschied. Genau, aber ich sag mal sozusagen aus dem politischen Raum habe ich also nicht nur viel Sympathie erlebt, sondern auch vor allen Dingen Druck verspürt. Die GroKo hat daraufhin ein Klimaschutzgesetz gemacht, was nicht hundertprozentig toll war. Und es wurde ja später noch verbessert und so, klar. Aber ich glaube, das Bild, was man bei der letzten Generation erlebt oder was durch diese Protestaktion erzeugt wird, ist halt ein anderes. Bei den Fridays oder auch bei anderen Protesten hat man halt, ich sag mal, 100.000 auf der Straße gesehen und vielleicht ein paar wenige, die gesagt haben, das finden wir nicht okay. Bei der letzten Generation ist das Bild ein anderes. Und ich fürchte einfach, und das ist meine Befürchtung, deswegen meine Kritik, dass dadurch Rückhalt aus der Gesellschaft verloren geht für die Klimaschutzbewegung insgesamt. Und Sie haben gesagt, wenn ich es richtig zitiere, es ist ein elitärer und selbstgerechter Protest. Ja, weil er auch sehr, ich sag mal, rechthaberisch daherkommt. Verzeihung, also nach dem Motto, kapiert es doch endlich, ja, die physikalischen Gesetzmäßigkeiten sind so und wer es nicht verstanden hat, ist selber schuld. Und das ist sozusagen die Attitüde, die da mitschwingt. Mhm. Aber wie gesagt, die Motivation teile ich. Ich teile auch die Intention, die dahinter steckt. Ich fürchte nur, dass es das falsche Instrument ist, um wirklich die Breite der Gesellschaft hinter sich zu bringen, was wir aber brauchen in der Politik. Das ist auch die Aufgabe der Politik, würde ich sagen. Was sagen Sie denn dazu, Frau von Baarn, wenn so viele Leute sagen, ja, sie erreichen gerade das nicht, was sie erreichen wollen. Sie verärgern die Leute und sie leisten eben keinen hilfreichen Beitrag zum Klimaschutz. Also erst einmal, es gab ja die Möglichkeit, auf Fridays for Future gut zu reagieren und ein Klimaschutzgesetz zu erstellen, das uns tatsächlich schützt, das unsere Lebensgrundlagen schützt. Und das ist nicht passiert. Nur aus dieser Konsequenz heraus hat sich die letzte Generation überhaupt erst entwickelt. Und es gibt, das ist die gute Nachricht, auch heute immer noch Fridays for Future. Mhm. Und sie könnten immer noch genauso gut auf diese reagieren. Mhm. Und ich verstehe das Argument nicht, warum wir jetzt für die Mehrheiten streiten müssen. Das ist Aufgabe der Politik. Und ich glaube, da wäre Punkt Nummer eins, dass sie sich wirklich mal ehrlich machen. Mhm. Denn weiterhin der Bevölkerung zu erzählen, wir befinden uns auf dem 1,5-Grad-Pfad, illusiert, dass wir in eine Zukunft blicken, die schon noch irgendwie in Ordnung und tragbar ist. Und das ist nicht die Realität. Aber trotzdem, Sie können doch Ihre Ziele nur erreichen, wenn Sie die Mehrheit der Bevölkerung mitnehmen. Und wenn Sie so viele Menschen verärgern, dann schaffen Sie das doch erst recht nicht. Also was wir sehen ist, sind doch Ihre Mittel nicht richtig. Ich glaube, da muss man trennen. Ich glaube, man kann für mehr Klimaschutz sein und man kann zum Beispiel auch die Forderung nach einem Gesellschaftsrat, der eben genau das schaffen würde, nämlich uns als Gesellschaft wieder zusammenzubringen und die Mehrheiten mitzunehmen, Mehrheiten ganz klar aufzuzeigen, unterstützen, auch wenn man nicht für die letzte Generation ist. Also ich finde, das ist doch wirklich dieses ganze Bild vom Gesellschaftsrat, das Parlament versagt, Weltuntergangsstimmung, das finde ich ist kein Bild, das irgendwie zukunftsfähig ist. Und ich will ich glaube aber schon, es bringt doch nichts jetzt so zu tun. Ich meine, wie selbstgerecht ist das eigentlich, zu sagen, okay, es gibt Wahlen, die führen zu einem Ergebnis, das passt einem nicht. Und wenn die Politiker dann halt nicht passen, wohlgemerkt jetzt eine linke Regierung,
an der die Grünen beteiligt sind. Wenn einem das dann schon die nicht FDP passt, würde widersprechen. Dann muss jetzt halt ein Gesellschaftsrat kommen. Ganz kurz, das der ist aus meiner Sicht steht doch schon im Koalitionsvertrag. Ja, gut, das ist nicht mein Koalitionsvertrag. Jetzt kann man über viele Räte und Expertenräte und Co. reden. Ich kann nur sagen, selbst wenn es den Gesellschaftsrat gibt, dann wird er nicht einseitig nur die Interessen wie die letzte Generation in so einem Schwarz-Weiß-Schema vertreten, sondern dann werden sie trotzdem nicht zufrieden sein. Das legitimiert nicht zu dieser Protestform. Sie schaden damit der gesellschaftlichen Akzeptanz von Eintreten für den Klimaschutz. Und ich sage das auch mal aus einer Perspektive, aus einem als Abgeordneter aus dem ländlichen Raum. Bei mir haben die Leute noch mal zum Thema Verbrennermotor, Emissionen der Landwirtschaft, da haben die noch mal eine ganz andere Perspektive als die Menschen in Berlin-Mitte. Und gibt man aber der AfD, Rechtspopulisten und sonstigen Vereinfachern, mit ihrer Form des Protests Munition in die Hand, gegen Klimaschutz im Allgemeinen zu arbeiten. Also, Amthor, und damit schaden sie dem gesamten Herr Amthor, die Debatten, die wir um das Thema Verbrenner ausführen oder auch Gebäudeenergiegesetz und so weiter, und Sie haben jetzt die Perspektive ländlicher Raum gespiegelt, die mir durchaus bekannt ist, also, dass es da Widerstände gibt und dass es da andere Perspektiven gibt. Ich meine, das können Sie jetzt nicht der letzten Generation sagen. Nein, aber sie gibt damit Wasser auf die Mühlen von den Leuten, die sagen, die sind hier in Berlin-Mitte alle übergeschnappt mit ihrer Klimapolitik. Herr Amthor, wenn Sie aber, Herr Dobrindt, sprach von der Klimaraff. Sie haben einen Antrag gestellt, wo Sie, haben Sie mit dem Titel Straßenblockierer, Museumsrandalierer, härter bestrafen, Menschen, Kulturgüter für radikalen Protest schützen. Dafür haben Sie keine Mehrheit bekommen und wollten schärferes Strafrecht. Also da kann man ja auch sagen, Sie bedienen wir sind scheinbar zu der Differenzierung fähig, die der letzten Generation fehlt. Wir haben ja nicht gesagt, letzte Generation schärfer bestrafen. Wir haben gesagt, Straßenblockierer und Museumsrandalierer. Und das ist eine Gruppe, wo ich mich frage, wie soll man die denn jetzt also irgendwie vertreten? So, die mit den Traktoren und so, und die jetzt Republik kommt noch hinzu. Jetzt kommt noch hinzu diese Begrifflichkeit der Klima-RAF, die dann viel kritisiert wurde. Worum ging es denn Alexander Dobrindt in seiner überspitzten Äußerung? Darum, dass wir eine Radikalisierungsspirale jetzt endlich mal brechen müssen. Und das ist doch das Problem. Man fragt sich doch, wo ist denn bei Ihnen irgendwann mal Schluss? Dann kommt nach dem Berliner Flughafen kommt das nächste immer dann weiter. Jetzt gibt es Haftstrafen. Das ist eine Radikalisierungsspirale, die immer weitergeht. Und das schadet der gesellschaftlichen Akzeptanz. Dann fragen wir doch mal Frau von Wahlen, wo wäre denn für Sie Schluss? Wo sind denn bei Ihrem Protest die Grenzen? Ihre Forderungen sind ja eigentlich gar nicht so radikal. Sie wollen ein Tempolimit, Sie wollen das 9-Euro-Ticket für alle. Sie wollen diesen Gesellschaftsrat, den es ja teilweise auch schon gibt, diese Bürgerräte. Also wo wäre für Sie Schluss mit, wo ist Ihre Grenze, wo Sie sagen, da gehen wir zu weit? Das haben wir ja auch immer wieder preisgegeben. Unsere Grenze ist ganz klar, dass wir die Friedlichkeit niemals verlassen werden. Diese Grenze überschreiten wir auf keinen Fall. Und dass wir auch nichts mutwillig zerstören. Und ich glaube, was wir gerade erleben, ist keine Radikalisierung des Klimaprotests. Natürlich kommen wir mit mehr Menschen, aber das sind keine anderen Formen als die, die wir in den letzten Jahren schon angewandt haben. Der Unterschied ist doch, wie auf uns reagiert wird. Und da möchte ich auch sehr gerne noch mal an Sie, Herr Amthor, sagen, selbst wenn Sie die gesamte letzte Generation wegsperren würden, das wollen wir nicht. Sie sollen nur aufhören, sich kriminell zu verhalten. Das würde uns schon helfen. Solange es keinen Klimaschutz gibt, der uns verspricht, dass wir später nicht in Verteilungskämpfen landen, nicht in Kriegen landen werden. Solange es das nicht gibt, wird es immer wieder Menschen geben, auch die auch mittels zivilem Widerstand darauf aufmerksam machen und sich dagegen wehren und sich dem in den Weg stellen. Ich würde gerne noch mal etwas grundsätzlicher fragen. Wenn man sagt, eine Gruppe ist von einem bestimmten Ziel überzeugt und wählt dann Mittel, wo viele sagen, das ist rechtswidrig, Nötigung, all das, um eben diese Ziele durchzusetzen. Ist das ein Unterschied, welche Ziele das sind, wenn das jetzt die Reichsbürger, wenn die sich jetzt festkleben an der Autobahn, ist das dann, sagen wir dann, das wollen wir nicht? Bei den Klimaaktivisten sind viele damit sympathisch, ist das dann besser? Also für die Rechtfertigung von sowas wie zivilem Ungehorsam spielen die Ziele und die Qualität der Rechtfertigung natürlich eine Riesenrolle. Ja? Also natürlich macht es einen Unterschied, ob ich für irgendeine private Überzeugung, die keine rechtliche, verfassungsrechtliche oder demokratische Legitimität hat, auf die Straße mich klebe oder ob ich
auf verfassungsrechtliche Grundsätze, wie die Verantwortung für zukünftige Generationen verweisen kann, ob ich aufs Demokratieprinzip verweisen kann, ob ich auf Urteil des Bundesverfassungsgerichts verweisen kann. Das macht einen Riesenunterschied. Und ich fände es auch wirklich, Sie haben Differenzierung angesprochen, ich fände es schon sehr gut, wenn wir differenzieren könnten zwischen der grundsätzlichen Legitimität von bestimmten Formen des Protests, die man nicht kriminalisieren sollte, weil das sehr, sehr schnell nach hinten losgeht. Das sehen wir in England zum Beispiel. Und der Frage, ob es strategisch klug ist und ob es gesellschaftliche Mehrheiten organisiert, wenn man im Berufsverkehr blockiert. In der zweiten Frage bin ich auch eher skeptisch. Ja? Ich glaube nicht, dass es politisch so klug ist, das zu machen. Aber daraus zu folgern, dass der Protest grundsätzlich illegitim ist und härter bestraft werden muss, das ist eine extrem, also erstens ist es eine begriffliche Verwirrung, apropos Differenzierung, und zweitens ist es politisch extrem gefährlich, glaube ich. Ja, diesen Fehler sollten wir nicht machen. Und aber erstmal sollten wir doch alle Protestierer gleich bestrafen. Und das ja, ist auch die Rechtsauffassung des Bundesverfassungsgerichts und der deutschen Rechtsordnung. Wir haben gerade Ihre Auffassung wir haben ist nicht die Rechtslage. Das ist völlig absurd. Nein, Sie können, nochmal das Bundesverfassungsgericht zur Versammlungsfreiheit und zur möglichen Straffreiheit auch von Straßenblockaden studieren. Ja, das ist ja natürlich, aber Sie können auch die Brockdorf-Entscheidung, die Grundsatzentscheidung zur Versammlungsfreiheit ist, die klar darauf abstellt, aber dass es nicht nur nach einer Bewertung, rechtlichen Bewertung der Form des Inhalts der politischen Botschaft der Versammlungsfreiheit geht. Also da kommen Sie in Teufelsküche, wenn der Richter entscheidet, ist das legitim, ist es das soll er ja auch nicht. Ziviler, das ist nicht die ziviler Ungehorsam hat doch zum Definitionsbestandteil, dass ein Gesetz gebrochen wird. Wir sagen ja nicht, wir brechen gar kein Gesetz. Natürlich. Ja, und in dieser deswegen Hinsicht, ist es auch richtig, dass das bestraft wird. Ja, aber nicht härter bestraft wird, weil es politisch motiviert ist. Das ist die Gefahr. Ja. Das muss man noch feststellen. Es geht ja auch nicht um die politische Motivation, wenn Sie den Antrag gelesen hätten. Aber der Antrag ist härter bestraft. Ja, aber da geht es nicht um Klimaprotest. Da geht es um die Frage von Straßenblockaden und Museumsrandalen. Aber die Notwendigkeit. Straßenblockaden, die das Bundesverfassungsgericht sehr wohl als öffentliche Versammlung auch akzeptiert. Ja, aber natürlich, die akzeptieren den Schutzbereich, aber trotzdem rechtfertigen sie dadurch nicht eine Straffreiheit. Nein, wir verstehen. Ich hätte ein bisschen mehr Vertrauen in unsere Justiz, Herr Amthor. Ganz ehrlich, ich hätte an Ihrer Stelle hätte ich mehr Vertrauen in die Justiz, die auf Basis der bestehenden Gesetze und auch auf Basis der bestehenden Strafrahmen und rechtlichen Möglichkeiten, die wir haben. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Also man muss jetzt nicht anfangen, weil einem bestimmte Protestformen nicht passen, anzufangen sozusagen den Protest noch zusätzlich zu kriminalisieren über das, was ohnehin schon strafrechtlich relevant ist und das, was auch gerichtlich, wie Sie es auch ja beschrieben haben, schon mehrfach sauber ausgeurteilt ist. Also ich hätte da ehrlich gesagt, das ist ja überhaupt gar nicht der Punkt. Großteil sind Bewährungsstrafen. Nötigungen sind da der Regelfall. Aber wo es endet, Herr Amthor, ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist doch der, ich habe Vertrauen in unsere Justiz, die auf Basis der bestehenden Gesetze das alles ganz ordentlich machen wird. Und mal entscheidet sie so, mal entscheidet sie so, immer im Einzelfall orientiert. Und genauso ist es doch richtig. Doch worum es doch jetzt hier in der Debatte geht, ist doch jetzt gar nicht die Frage, werden hier im Einzelfall Gesetze gebrochen oder nicht und wie werden sie am Ende bestraft, das ist gar nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist der, zumindest aus meiner Perspektive, was dient am Ende sozusagen dem Ziel, in dem wir ja total einig sind. Ja? Also wir streiten alle für mehr Klimaschutz. Ja? Ich in meiner Rolle, Sie in Ihrer Rolle. Und Sie wählen bestimmte Protestformen, wo ich jetzt sagen würde, die sind vielleicht der Sache nicht hundertprozentig dienlich. Ja, und ich finde, darüber kann man trefflich diskutieren, was am Ende sozusagen dem Klimaschutz nützt und was ihm vielleicht eher schadet. Dazu habe ich eine Meinung, die habe ich eben gesagt. Aber ich finde, wenn wir über Klimaschutzmaßnahmen diskutieren und wir jetzt hören, wie Herr Amthor zum Beispiel oder andere argumentiert, dann muss ich halt eben feststellen, wenn auf diese Art und Weise protestiert wird, dann führen wir halt eben genau solche Debatten und reden eben nicht mehr über das wichtige Thema Klimaschutz, was ich sehr bedauerlich finde. Dann muss man also kann auch kritisieren gerne reden. Und nicht die Protestierer. Nein, genau, ja, oder man kann aber auch sagen, dass, dass diese Art Wirkung des Protests dann nicht dazu führt. Ja, die Medien und die Politiker haben schon eine etwas höhere Verantwortung für diese Diskussion. Wir haben uns das nicht ausgedacht, diese Protestform. Ja, aber schon einige aber wenn ich anfange, über Klimaschutz zu diskutieren, dann ist das leider immer Wie sehr, Frau von Baal, sind Sie enttäuscht von den Grünen, die für den Klimaschutz ja klar einstehen, aber natürlich Kompromisse machen müssen mit der Ampelkoalition, mit den anderen Parteien der Ampelkoalition? Ist das eine Partei, wo Sie sagen, dass weil die nicht mehr die Arbeit tun, die sie erhofft haben, müssen sie diese Proteste machen? Also ich bin gerade enttäuscht von jeder Partei, die im Bundestag diese Entscheidungen trifft. Diese Entscheidungen, die uns eben in eine Zukunft entlassen, die bei weitem nicht rosig aussieht. Und wo ich mir wirklich einfach riesige, riesige Gedanken und riesige Angst davor habe,
wie wir das noch regeln wollen. Wir werden zu wenig Wasser haben, zu wenig essen. Allein ein Drittel der Ernten in Deutschland wird bis 2050 ausfallen. Und da sind gerade alle Parteien im Bundestag mit dran beteiligt und treffen nicht die richtigen Entscheidungen. Das heißt aber konkret Richtung Grüne, sagen Sie nicht, das ist, auf die setzen wir und auf, dass Sie die auf eine bestimmte Art beeinflussen wollen nochmal? Also ich verstehe total, dass es eben auch schwierig ist, weil Kompromisse getroffen werden müssen. Und genau deswegen glaube ich aber auch, dass dieser Gesellschaftsrat da eben diese Lücke schließen kann. Weil die Kompromisse natürlich einfacher zu treffen sind, wenn man ganz klar auf Papier stehen hat, welche Maßnahmen die Bevölkerung mitträgt. Aber Sie müssten in einem Gesellschaftsrat auch Menschen wie Herrn Amthor mitnehmen. Das ist schwierig. Ja, und ich meine, gucken Sie sich, ja, also das ist vielleicht nicht per se schwierig, Frau Blätter, aber es ist die Lebensrealität dieses Landes, die dazugehört, dass Leute im ländlichen Raum, dass Leute aus verschiedenen Lebensrealitäten einen unterschiedlichen Blick auf das Thema haben. Und dann können Sie natürlich hier in Berlin-Mitte im Fernsehstudio sitzen und sagen, die sind alle blöd, die haben uns nur noch nicht verstanden. Ich überspitze das. Ich sage, das könnte man dann vertreten. Die Realität ist aber, Gesellschaftsrat hin oder her, der wird doch nichts anderes groß abbilden als das, was uns die Demoskopie im Moment sagt. Und wenn Sie in die Demoskopie schauen, dann ist Ihre Protestform, stößt die auf breite Ablehnung. Im Gesellschaftsrat geht es ja nicht um unsere Protestform. Es geht darum, Lösungen für den Klimakollaps zu finden. Ja, und da sind viele der Maßnahmen, die Sie vorschlagen, auch nicht mehrheitsfähig in der Gesellschaft. Weder im Parlament noch in Umfrageinstituten noch sonst wo. Aber genau das ist doch... Viele mehrheitsfähig, die nicht im Parlament mehrheitsfähig sind. Exakt, das ist der Punkt. Denn da geht es dann eben nicht darum, wiedergewählt zu werden. Es geht nicht um Parteiinteressen, sondern es geht wirklich darum... Sondern die großen Wahrheitsinteressen, die über den Parteiinteressen stehen. Naja, also delegitimieren Sie nicht immer unsere staatlichen Institutionen, nicht die Parteien, nicht das Parlament. Aber wir haben doch eine parlamentarische Demokratie, das verstehe ich eigentlich. Ja, und im Koalitionsvertrag steht festgeschrieben, dass diese Gesellschaftsräte stattfinden sollen. Und das Einzige, was wir verlangen, ist einerseits, dass Deutschland dann darüber Bescheid weiß, denn dieser Bürgerrat Klima, der schon stattgefunden hat, da wussten gerade mal 9% der Bevölkerung von, dass der überhaupt existiert. Und so nimmt man die Masse natürlich nicht mit. Und wir wollen, dass er zu einer konkreten Fragestellung stattfindet, nämlich wie wir es sozial gerecht bis 2030 schaffen, weg von den fossilen Energien zu kommen. Weil das die physikalischen Grundlagen sind, an die wir uns halten müssen. Frau Mihalitsch, wie wichtig sind diese Gesellschaftsräte? Wir nennen sie Bürgerräte. So haben wir sie im Koalitionsvertrag verankert. Und wir beraten darüber, dass wir im Laufe dieser Wahlperiode 2 Bürgerräte machen wollen zu unterschiedlichen Fragestellungen. Die Fragestellungen werden übrigens interfraktionell, also auch mit Ihrer Fraktion, zusammen vereinbart, die da zur Debatte stehen. Und das Prinzip ist ja so, dass der Bürgerrat am Ende zu Empfehlungen kommt. Ich finde es auch sinnvoll, das zu machen, ja, einfach weil es natürlich immer gut ist, sich auch Expertise mal von außen zu holen und nicht sozusagen immer diese Selbstbespiegelung zu machen, sondern, und das ist ja auch das Prinzip im Gesetzgebungsprozess, wenn wir Gesetze machen, dann machen wir auch immer Anhörungen, ja, und wo dann unterschiedlicher Sachverstand dann auch zu Wort kommt. Der Unterschied, glaube ich, zu Ihrem Modell ist, dass das, was der Bürgerrat am Ende beschließt oder empfiehlt, dass das Parlament dann eine Verpflichtung hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe Ihr Modell immer so verstanden, dass es sozusagen eine unmittelbare rechtliche Bindung entfaltet. Und das ist natürlich mit dem, was wir als parlamentarische Demokratie verstehen, nicht kompatibel. Darum geht es aber auch nicht. Genau. Ja, wenn es darum nicht geht, ist ja gut. Also ich meine, dann sind wir ja sozusagen beim Modell schon mal ähnlich. Ich will aber noch einen Satz sagen, weil Sie haben eben Ihre Enttäuschung zum Ausdruck gebracht mit Blick auf das, was im Bereich des Klimaschutzes passiert. Und ich kann das total gut verstehen und gerade auch an uns Grüne werden da ja sehr hohe Erwartungen gerichtet, ja, einfach, weil wir wahrscheinlich jetzt in der Koalition auch als diejenigen da stehen, die noch am ehesten dieses Thema repräsentieren. Aber ich will einfach mal sagen, dass es ja nicht so ist, als wenn wir nichts fürs Klima erreicht hätten. Ja, also ich meine, Kohleausstieg um 8 Jahre vorzuziehen, Verbrenner aus auf EU-Ebene, Gebäudeenergiegesetz machen wir jetzt. Ja, 30% aller CO2-Emissionen kommen aus dem Gebäudebereich. Mhm. Also all das wird natürlich dazu führen, dass wir den CO2-Ausstoß drastisch senken. Mhm. Ja, und das mit dem Tempolimit, das kriegen Sie nicht hin. Ja, das kriegen wir nicht hin, da haben Sie recht. Da haben Sie recht, da sind wir wieder auch beim Thema Kompromiss und auch bei anderen Maßnahmen machen wir natürlich Kompromisse. Aber also aus meiner Perspektive ist es einfach total wichtig, dass trotz aller Szenarien, die natürlich im Raum stehen, die Sie alle trefflich beschrieben haben und vor denen ich persönlich auch große Angst habe, ganz ehrlich, ja, ich habe Familie, ja, also dass man dann aber trotzdem in die Situation kommt, dem Klimaschutz
mindestens in Schritten näher zu kommen oder dem, was erforderlich ist. Und wir kämpfen natürlich für jeden Schritt. Kohlekraft statt und AKW. Dafür, ja, jetzt ja, kommen Sie wieder mit den AKW, sind auch nicht CO2-neutral. Ja, wenn so, CO2-neutral ist, aber der Punkt ist doch der, ja, wir haben den Kohleausstieg gemacht, ja, vorgezogen. Aber der Punkt ist der, dass wenn wir natürlich auch eine größere politische Kraft entfalten wollen, wir den Rückhalt aus der Gesellschaft brauchen. So, und da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Also Proteste, die natürlich die Breite der Gesellschaft abbilden, sind da sehr hilfreich und andere Formen wiederum nicht. Also deswegen, ich bin da ganz bei Ihnen, was Sie eben beschrieben haben. Der Protest ist das eine. Man muss sich aber auch als Aktivist oder als Aktivistin ständig hinterfragen, meiner Ansicht nach, ist es noch dienlich, dient es der Sache oder hilft es eher nicht, so wie ich das als Politikerin auch machen muss. Sind das Diskussionen, Frau van Baalen, die Sie führen innerhalb Ihrer Gruppe? Ja, definitiv. Also wir schauen uns immer wieder an, was wir natürlich als nächstes machen möchten und hinterfragen dafür auch, wie es bisher gelaufen ist. Genau, und ich möchte ganz gerne noch mal ganz kurz zu diesem Gesellschaftsrat. Ja. Ich würde das gerne nicht mehr, nein, Frau Bauer, ich würde ehrlich gesagt noch mal... Also, ja, wir müssen uns auch noch auf Themen verständigen. Ja. Also ich will, da wir nur eine begrenzte Sendezeit haben, würde ich gerne mal Herrn Celikatis erst noch mal was anderes fragen. Es heißt ja die letzte Generation. Fridays for Future waren Proteste von Schülern. Oder damit fing es auf jeden Fall an. Also inwieweit ist so eine Art Protest einfach ganz klar an Jugend gekoppelt? Und ist das etwas, wo dann der Rest der Bevölkerung, die Älteren sowieso denken, naja, oder wo es um so einen klassischen Konflikt geht, die Jugend geht auf die Straße und die anderen regen sich drüber auf oder sind genervt davon. Ja, also Protestbewegungen haben es meistens so an sich, dass sich eher aus den jüngeren Bevölkerungsschichten rekrutieren. Jetzt im Fall der Klimaproteste gibt es, glaube ich, zwei interessante Neuerungen. Das eine ist, dass es tatsächlich um eine existenzielle Betroffenheit dieser Generation geht, die durch Fridays for Future massenwirksam, breit in der Gesellschaft verankert, auf die Agenda gebracht worden ist. Und zwar auf eine Weise, die sich eben nicht ausschließen ließ, als das sind nur wieder die üblichen Spinner, die Radikalen und so weiter. Das waren die eigenen Kinder. Das musste man irgendwie ernster nehmen. Das war, glaube ich, ein echt entscheidender Schritt und auch Vorteil, taktischer Vorteil vielleicht von Fridays for Future, dass es diese, und das haben die auch durchgehalten gegen Anfeindungsversuche von SPD, von CDU und anderen, ja. Und das Zweite ist, dass die Bewegung sich natürlich auch immer stärker als transnational vernetzte Bewegung verstehen muss. Nicht? Weil das, also Sie haben es angesprochen, man kann mit einem Gesetzespaket in Deutschland und auch mit einem Gesellschaftsrat so dieses Problem nicht angehen. Das heißt aber nicht, dass die Protestbewegung all das leisten können muss. Ja? Ich habe vorhin gesagt, Demokratie ist ein komplexes Ökosystem, da spielen Protestbewegungen eine ganz bestimmte Rolle. Die Verantwortung gesellschaftliche Akzeptanz, konstruktive Lösungen und so weiter zu generieren, zu entwickeln, liegt vor allem bei den gewählten Politikerinnen und Politikern. Das ist genau die Rolle, die, glaube ich, dem Parlament auch zukommt. Aber wir wissen historisch, und das haben auch, sagen wir mal, konservative Soziologen wie Niklas Luhmann festgestellt, ohne die Protestbewegung der 80er Jahre hätte es dieses ökologische Bewusstsein gar nicht gegeben. Aber Protestbewegungen sind nun mal ungemütlich. Ich habe nur was gegen Kriminalität. Mit Fridays for Future habe ich mich gerne zusammengesetzt. Ja, wir haben da auch Gespräche. So da gab es auch Maßnahmen, die übertrieben waren. Martin Luther King hat auch Gesetze gebrochen. Ja, aber das hat doch einen anderen Maßstab. Auch den wir hier jetzt erleben, ist einfach eine systematische Verniedlichung von diesen Aktivitäten. Die ein Einfallstor was sind wir erleben, ist eine systematische Kriminalisierung und Delegitimation von Protesten. Und ich habe nochmal vorhin darauf hingewiesen, dass Sie grundsätzlich unterscheiden sollten zwischen der Legitimität von bestimmten Protestformen, auch von Straßenblockaden, ja, und der Frage, ob sie politisch effektiv, klug, mehrheitsbildend sind. Ja, aber jetzt das sind unterschiedliche Fragen. Jetzt glauben und auch wir Legitimität doch, und Legalität sind einfach nicht dasselbe. Ja, das habe ich auch nicht behauptet. Gut, aber um mal ehrlich zu sein, müssen Sie doch diese Differenzierung auch anführen, dieser Straßenblockaden irgendwie vielleicht sich in Ihren Gruppen mal zusammensetzen und inhaltlich noch mal überlegen, was könnte eine kluge Idee sein. Ja, dann würde doch vielleicht mehr rumkommen als ein Gesellschaftsrat, das 9-Euro-Ticket. Also ich meine, das steht doch gar nicht im Verhältnis zu dem Protest, der Outcome dafür. Damit lösen wir die Klimakrise, vor der Sie so große Angst haben, auch nicht. Das ist wirklich sehr wichtig. Und da sollten Sie nicht rechthaberisch sein, finde ich. Ja, darum kümmern wir uns ja auch. Aber ich besuche dann lieber, anstatt mich irgendwo festzukleben,
Eben besuche ich lieber mein Max-Planck-Institut für Kernfusion in Greifswald. Da könnten viele von Ihnen mal einen Rundgang machen. Da haben Sie mehr gelernt vielleicht, als sich irgendwo festzukleben. Moment, meine Herren, schauen wir noch mal auf das, was Sie planen, Frau von Ballen. Ab Montag haben Sie gesagt, wollen Sie noch mal mit vielen hundert Menschen hier Berlin lahmlegen in einem großen Umfang. Erzählen Sie uns ein bisschen, was wollen Sie machen? Also es wird wieder diese Protestmärsche geben, es wird Blockaden geben, es wird aber auch sehr viele Proteste im Regierungsviertel geben, die sich eben ganz klar an die Verantwortlichen richtet, an die Menschen, die eben gerade noch den Klimaschutz blockieren. Vielleicht nochmal eine kurze Frage, wer finanziert eigentlich Ihre Bewegung? Also wir haben verschiedene Spender. Es sind einmal Großspender, zum Beispiel der Climate Emergency Fund und ganz, ganz viele Menschen, die ein monatliches Abo zum Beispiel abgeschlossen haben, also monatlich einen Betrag bezahlen oder einmal Spenden machen. Und all die Sekundenkleber, die sind auch teuer. Wer finanziert Ihnen die? Die kaufen wir tatsächlich dann privat für uns ein. Genau. Also es gibt keine Sponsoren? Nee, wir wurden angefragt, aber wir haben abgelehnt. Okay, weil das stelle ich mir vor, sind ja auch Kostenfaktoren. Frau Mihalic, was wird dann passieren? Gibt es Überlegungen zu sagen, ja, wenn das jetzt nächste Woche hier im Regierungsviertel nochmal richtig rund geht, beziehungsweise stillsteht, dass Sie sagen, ja, dann setzen wir uns nochmal mit der Gruppe zusammen und eine Forderung, Tempolimit, 9-Euro-Ticket, ist ja was, wo man sagen könnte, könnten die Grünen doch hinterstehen. Ja. Ich meine, das ist ja auch nichts, was wir nicht schon gefordert hätten oder auch schon gemacht hätten. Also ich meine, oder stärker umsetzen. Dass wir dahinter stehen, ist, glaube ich, unbestritten. Aber wie ich eben auch schon sagte, wir sind natürlich in einer Situation, wo wir halt eben auch politisch Kompromisse machen. Das mit dem Tempolimit, also ich sehe da nicht, wo da eine Einigung sein soll. Wir haben das 9-Euro-Ticket gemacht und haben daraus etwas Neues entwickelt. Ja, und auch kann man sagen, 49 Euro sind zu teuer. Aber ich finde trotzdem, das ist einfach auch ein Paradigmenwechsel, also im ÖPNV. Das 9-Euro-Ticket hat aber auch nicht zu einer Reduktion der Verkehrsemissionen wirklich beigetragen. Ja, es war vielleicht auch zu kurz da. Also ich meine, das muss man auch mal sehen. Aber da liegen mir jetzt auch keine Zahlen vor, ganz ehrlich. Der Bus war auch zu selten da im ländlichen Raum. Das war vielleicht das Problem. Nein, aber das ist ja eine ganz andere Diskussion. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, also wir sind ja dauernd im Gespräch. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, wir reden ja auch jetzt miteinander, ja, oder ich war vor ein paar Tagen ja auch noch in einer anderen Sendung und habe da auch mit jemandem von der letzten Generation geredet. Also es ist ja nicht so, als wenn wir nicht im Gespräch sind. Ja, also und das ist aus meiner Sicht auch gar nicht der Punkt, ja, also dass jetzt hier die Verantwortlichen das irgendwie nicht zur Kenntnis nehmen würden. Deswegen komme ich nochmal auf meinen Ausgangspunkt zurück. Am Ende des Tages sind wir einfach darauf angewiesen, dass die Gesellschaft mitmacht. So, und wenn durch eine Protestform der Eindruck vermittelt wird, dass die Gesellschaft nicht hinter Klimaschutz steht, und das ist das Bild, wo ich fürchte, was ausgestrahlt wird, dann haben wir natürlich auch insofern ein Problem, weil wir dann natürlich Debatten führen, immer dann, wenn es um das Thema Klimaschutz geht, ja, dann wird irgendwie gesagt, ja, guckt euch das doch mal an, diese Proteste. Will das denn überhaupt jeder? Dann kommt der Amtor und berichtet wieder aus dem ländlichen Raum und sagt, die Leute finden es nicht gut. Nehmen Sie die vielleicht auch ernst, dann haben Sie da nicht nur 5%. Ich nehme die sehr ernst, ich bin im ländlichen Raum groß geworden. Also der Punkt ist, was wäre denn genau Ihr Rat? Ja. Was wäre denn Ihr Rat an die Aktivisten von der letzten Generation, damit das, was Sie, ja, die Sorgen, die Sie haben, damit man ihnen die nehmen kann und damit eben mehr für den Klimaschutz getan wird. Ich will nicht schlaumeierisch sein und Aktivisten gute Ratschläge erteilen. Ich glaube, da ist man nie gut beraten. Warum? Nein, ja, weil Sie haben eine langjährige politische Erfahrung. Sie wissen, womit man was erreicht und womit natürlich. Wir haben aber unterschiedliche Rollen. Genau. Also wir haben unterschiedliche Rollen. Deswegen, also ich glaube, ich will jetzt ihr keine Ratschläge geben. Sie geben mir jetzt auch keine direkt sozusagen. Also wie wir Klimaschutz durchsetzen sollen. Nein, also ich glaube, was wichtig ist und was uns auch im Ziel sozusagen eint und worauf wir uns fokussieren sollten, ist, wie erreichen wir gesellschaftliche Mehrheiten für Klimaschutzmaßnahmen? Und wie können wir diese gesellschaftlichen Mehrheiten in politische Mehrheiten umwandeln? Weil dann können wir natürlich auch relevant etwas durchsetzen. Im Moment gehen wir Schritte zum Klimaschutz. Wir gehen zugegebenermaßen kleine Schritte. Sie könnten größer sein, aber ich glaube, größer werden sie erst, wenn wir die gesellschaftlichen Mehrheiten hinter uns haben und sie in politische Mehrheiten umwandeln können. Ja, aber ich glaube, da ist eben genau dieser Gesellschaftsrat das, was wir dann gemeinsam, wofür wir gemeinsam streiten sollen. Ich glaube, das haben wir verstanden, Frau von Ballen, dass der Gesellschaftsrat das ist, was Ihnen wichtig ist. Löst ja doch das Problem. Also Protest kann da viel bewirken. Das haben wir bei der Anti-Atomkraft-Bewegung gesehen. Ich glaube, ohne die hätten wir jetzt nicht am Wochenende die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet. Ja, also daran sieht man einfach, dass eine Protestbewegung natürlich auch gesellschaftliche Mehrheiten erzeugen kann, an der die Politik am Ende nicht vorbeikommt. Und dann haben wir gute Ergebnisse. Herr Jelikas, wie groß oder sehen Sie eine Gefahr der wirklichen Radikalisierung?
Die sehe ich momentan nicht, vor allem nicht auf Seiten der Bewegung. Was mich sorgt, ist, dass die Krise sich, also das ist klar, nicht wissenschaftlich klar, die wird sich zuspitzen. Und wenn weiterhin die politischen Antworten auf diese Krise inadäquat bleiben, wird sich natürlich auch die Reaktion darauf radikalisieren. Das ist die Gefahr. Nicht, dass die Klimabewegung, wie sie jetzt existiert, sich radikalisiert, das sehe ich nicht. Und da stimmen wir vielleicht in der Diagnose auch nicht mit überein. Aber ich sorge mich eher darüber, dass diese Schere weiter aufgeht, die Frau von Ballen auch am Anfang angesprochen hat, zwischen der Objektivität der Krise und dem Problemdruck und den mangelnden Antworten, die wir darauf formulieren. Und wenn sich das zuspitzt, würde es irgendeine Form, das ist bei Krisen so nicht, dann wachsen auch die gesellschaftlichen Unruhen damit. Wir sind gespannt, wie wir sehen es Anfang der Woche dann in Berlin, wie dann Ihre Aktionen sind und wie die Bürgerinnen und Bürger darauf reagieren. Vielen Dank, Herr Amthor, Herr Telikates, freue mich, und Frau von Baalen für diese Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war die Phoenix-Runde in dieser Woche. Jetzt geht es weiter mit Phoenix der Tag und Maya Weber. Bis dann. Tschüss.